Willkommen bei Sozial- und Fachlichen Betreuung. Heute geht es um das Thema Klassenspiele, Lückenfüller und das Spiel heißt Schatzdiebe. So, die Schüler stellen sich in einen Kreis auf. In die Mitte hockt sich ein Schüler über einen zuvor ausgewählten Gegenstand, der den Schatz darstellen soll. Der Schatzwächter soll nun seinen Schatz bewachen. Er darf sich von seinem Schatz entfernen, soweit er will. Er darf den Schatz auch vom Ort wegbewegen oder ihn in die Hand nehmen. Die Diebe müssen nun versuchen, den Schatz zu stehlen. Die Berührung zählt bereits. Aber Vorsicht, werden sie vom Schatzwächter berührt, muss der Schüler erstarrt stehen bleiben. Wichtig ist, dass sich die Diebe nicht untereinander absprechen dürfen. Ja, wer ist geschickter, die Diebe oder der Schatzwächter? Das muss man dann herausfinden bei dem Spiel Schatzdiebe. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss!